Jo, moin, herzlich willkommen zurück zu Let's Play SpongeBob SquamKampf Battle for Bikini Bottom und wir machen heute mal noch weiter mit der Lagune. Und jetzt an der Bushaltestelle, warum können wir hier ein bisschen wechseln? Hallo Patrick! Hallo Patrick! Tut mir leid, Junge. Der Jahrmarkt ist geschlossen. Was? Warum? Ein lästiger Roboter hat mir meinen Ticketschalter abgenommen. Und schlimmer noch, mein Geld. Ja, den kriegen wir schon weg. Wenn du mir hilfst, diesen nutzlosen Roboter loszuwerden, gebe ich dir eine große Belohnung. Loco. Hopp. Komm her. Ich werde dich zerschmettern. Ouch. Klappe da. Ich finde nicht, dass so, irgendwo ist jetzt wohl wieder ein Schalter, weil hier liegt eine Melone. Und das hat auch den Sinn, oder? Haribu! Warte mal. Zum Aufnehmen. Geschafft. Voll voll wie easy. Oh oh. Na no, oh, oh oh. Das hat auch. Aha. Ich will nichts sagen, aber es sollte nicht unbedingt so sein, oder? So. So, dann habe ich zumindest mal diese scheiß Roboter jetzt weg. So, die flattern jetzt eh weg, zur Nummer. Wie viele davon muss ich denn tragen? Der Roboter hat Bumm gemacht. Der Roboter hat definitiv Bumm gemacht. Waka Tiki. Ich soll ein Spielchen spielen. Na, alles klar. Kleines Rätsel oder was? Oh, Geschenke aus Holz. Ja, gut, das ist nicht schwer. Hier kannst du nur Blümchen farmen. Okay, aber mega viele. Oder auch nicht? Wir müssen eigentlich nur alles zerstören. Ich hab's geschafft. Oh, ich krieg die Socke. Güte, noch einer. Geh mal weg. Oh, da unten ist ein Pfannenwender. Klappe. Ich werde sie zerschmettern. Out. Out. Ja, ja. Klappe da! So, okay, es ist keine Maschine. Schon viel besser. Okay, da müssen wir da ohne irgendwas zu machen hoch. Da ist eine Unterbox für mich. Strahlend weiß. Autsch! Autsch! Okay. Also dürfen wir da, müssen wir da höllisch aufpassen, dass wir nicht da reinraten. Okay. Okay. War schon was? Das hat doch so näheren Sinn, warte mal. Das hat schon irgendwas muss da noch gemacht werden. Wir müssen darüber oder was? Ah, okay. Hier müssen wir links rüber. Alles klar. Was haben wir hier? SpongeBob muss das Blasenvolumen beherrschen, um Skiball kämpfen zu können. Das heißt, wir müssen hier wahrscheinlich einen Charakter wechseln auf SpongeBob. Natürlich, mit einer Überraschung. So, wir müssen Skiball lernen. Wir dürfen da gar nicht rein. Warum? Solange ich eckig und ein Schwamm bin, werde ich Bikini Bottom nicht im Stich lassen. Müssen wir da jetzt irgendwie wieder näher weiter? Wir müssen wahrscheinlich hier links weiter, ne? Würde ich sagen, spontan. Naja. Ich glaube, das hat nichts Näheres zu bedeuten. Würde Frage, in darf ich? Meine Größe. Okay.
Ich krieg euch doch alle weg. Ach, das ist ein bisschen rutschig, das Ding. Vorteil habt dafür, dass ich ihr. Okay, das hat jetzt. Warte mal, kriegt ihr mit dem Blasenbowling? Die Maschine von hier? Auf der Position? Könnte klappen, ne? Kriegt ihr mit der Blase? Das wäre schon. Alle Neune! Okay, das hat dann ihren. Die Maschine muss auch irgendwie in ihren Sinn haben. Das ist gut, ich glaube, das ist eh nur optional. Ich glaube nicht, dass das irgendwas Näheres zu bedeuten hat. So. Gut, dann gehen wir da hoch. Oh ja. Guck mal, da ist irgendwas. Haben wir nicht? Hier waren wir nicht, noch nicht, oder? Warte, hier können wir jetzt. Machen wir doch. Für den Weg. Oh Gott, dann nehmen wir das hier mit raus. So, ich überlege gerade. Nee, ich glaube, wir waren hier noch nicht. So, dann gehen wir da hoch. Nee, alles gut. Oh, wie cool. Wir können Rollen sparen. Oh, okay, die sollten mal ein bisschen auslassen. Autsch! Frisch wie eine Frühlingsbrise. Oh, oh. Aber coole Nummer. Definitiv mal eine coole Nummer hier. Guck mal. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Hat der Roboter. Ja, das ist eh wurscht. Aber was mache ich da jetzt? Okay, da müssen wir hoch. Da ist ein Fernseher da unten. Ist da hoch, oder was? Das ist nur da, um da hochzukommen. Ja. Okay, warte mal. Den Fernseher da unten würde ich mir gerne mitnehmen. Jawohl, haben wir das auch. Nehmen wir die gerade alle mal mit. Hat sich natürlich total gelohnt, darunter zu hüpfen. Hat sich natürlich alles total gelohnt, da jetzt runter zu hüpfen. Alles klar. Die sind unwichtig für mich. Papp. Ich werde auch. Warte mal. Da sind noch mehr. Warte mal. Kriege ich den da unten raus denn von mir da? Wenn ich da reinspringe? War nur eine Idee. Hätte so klappen können. Das hätte mal klappen können, aber ist halt so. So, Checkpoint nochmal aktiviert. Ah, bleib hier! Fahr doch nicht da runter! Spongy, ja? Spongy Bobby. Warte mal. Ja, wie komme ich denn da ran? Am besten muss doch irgendwas sein. Das hat einen Sinn, warum das Ding da unten ist. Ups, Moment. Wie komme ich da unten ran? Also reinspringen ist nicht. Ich muss doch da. Nein.
So. Okay. Drücke ich das hier gerade runter? Kann das sein? Das kann aber sein, dass ich... Gut. Im Idealfall fällst du da natürlich noch mal runter. Und tschüss. Eigentlich will ich den Level ja noch fertig kriegen, aber das wird jetzt tatsächlich ein kleiner Break sein. Okay. Hat doch so einen Sinn, warum das da ist, so. Oh, tschüss. So. Warum das runtergeht, hat das doch irgendeinen Sinn. Jetzt muss ich ja warten, bis der da runter ist, oder? Das hat doch so einen Sinn, warum das da so ist. Jetzt sind wir weiter runter, oder? So. Ach, das bleibt da nicht unten. Okay. Aber wie komme ich denn nicht? Was fand denn da unten dran? Aber es hat doch unten den. Warte mal. Da waren wir schon. Da waren wir schon, da waren wir schon, da waren wir schon. Aber da unten waren wir auch schon, ne? Ja, die Treppe da, genau. Die komische Drehdings hier. Ich weiß jetzt nicht, wo wir weitermachen sollen. Das haben wir schon gemacht. Ich blicke jetzt gerade nicht. Tiki-Taka haben wir gemacht. Das haben wir gemacht. Das muss doch mehr Sinn, warum. Verdammt. Das müsste doch einen Sinn haben, warum das da ist. Oh Gott. Aber wie komme ich da weiter? Ah, fall doch runter. Da ist noch ein Pfannenwender. Also muss ich da unten. Ich muss da irgendwo runter. Das sind zwei Pfannenwender nebeneinander, mehr oder weniger. Wie zur Hölle. Was ist das für ein Sinn? Warum? Und wie? Und weshalb? Warum da unten zwei Wandländer sind? Wie zur Hölle? So. Ah, bleib doch hier. Kriegst du nicht rein? Fuck. Ja, wie komme ich da ran? An die Insel da unten wahrscheinlich eher so schnell nicht. Aber wie da muss ich, da komme ich ran. Und da hinten ist ja noch einer. Aber wie komme ich da rein? Warte mal. Das hat doch irgendwas. Genau meine Brüche. Klappe. Autsch. Eieiei, hau ab bei mir. So, was da unten ist allerdings. Frisch wie eine Frühlings. Wo ist die Kackinsel mit der, mit dem Pfannenwender? Die ist ja unten, oder? Sehe ich das richtig?
Klappe. Mit der Pfannwender. Aber da muss ja noch einer sein. Da ist ja doch noch einer, oder was? Wie ein neuer Schwamm. Hat doch seinen Sinn, warum der. Komm ich da ran oder was? Komm ich da draußen rum oder was? Wie komme ich da unten an diese Insel? Da muss ich hin. Und ich weiß nicht wie. Ja, gut, okay. Aber da runterspringen ist eine Idee. Ach, Moment, da kommt aus der Kiste, ne? Wäre natürlich eine Idee. Warte mal, kann ich da runterspringen oder so? Ich muss ja mal gucken, dass ich da rankomme. Zur Hölle komme ich da runter. Das muss ja so einen Sinn haben, warum ich da nicht runter. Dass ich da, ja, ja. So, wären. Aber. Das hat Sinn. Diesen Rad hat doch auch etwas mehren. Klappe. Gut, ich bin ja etwas jetzt an der Stelle, wo ich nicht durch bin. Zu hübsch. So, jetzt bin ich an zum. Jetzt bin ich zumindest noch mal am Riesenrad. Also das, wo ich jetzt bis. Also jetzt muss ich da runter irgendwie oder was? Ich kann die mal hier aussteigen. Das hat doch. Jetzt bist du echt dazu da, um die scheiß Blumen zu sammeln, oder? Wer auch nicht? Ja. Okay. Ich dachte, ich hätte jetzt irgendwie näheren Sinn, dass ich da auch mal was weitermachen kann, aber scheinbar mehr. Nicht. Okay. Dann gehen wir mal da weiter. Weil da müssen wir irgendwie mal. Ran an der Nummer. Klappe. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Das kann nur Patrick. Also müssen wir da lang. Und Moment, wir sind jetzt quasi mehr oder weniger einmal komplett rumgegangen, oder was? Das war's schon? Oder was? Gefühl zu verzinken. Das war's schon? Wir sind jetzt einmal mehr oder weniger komplett rum, oder was? Nee, das kann doch nicht sein. Nee, aber ja, das muss doch irgendwo noch was haben. Das Ding hat noch irgendwas. Weil, wenn ich ehrlich bin, ich muss doch die beiden Pfannwender, die krieg ich doch nie. So, da, da, da. So. Wie fanden wir denn? Macht doch keinen Sinn, dass die da unten irgendwo sind. Nennt mich auch Schwamminator. Geschenke öffnen ist klasse. Zurück! Out! Klappe. Wie komme ich zur Hölle zu diesem. Da, warte mal. Da ich ist fühle mich wie ein neuer Schwamm. Da war ich schon. Da. Da war ich schon. Habe ich jetzt einmal. Hab ich jetzt einmal alles durch? Bin ich jetzt fertig mit dem Ding oder was?
was für ein Sinn, warum da irgendwie nun. Ja, genau, schubst mich ins Wasser, scheiß Ding, oder was? Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Was hat das für einen Sinn, warum? Hä? Nee, das ist doch. Ja, schubst mich wieder runter, das ist. Gib mir die. Genau meine Größe. Ich glaube, er braucht keine helfende Hand. Ah, es geht doch nichts über den Geruch von Seifenblasen am Morgen. Das riecht nach. Klappe jetzt! Jaut. Aber die Pfannwender, das macht doch irgendeinen leeren Sinn, dass der da. Das ist zum Kotzen, ey. Du darfst nicht sterben. Ein großer Schinken. Den habe ich verstanden. Weil da ist ein Pfannwender, klar. Das hat doch irgendeinen leeren Sinn, warum und wie und weshalb. Warte mal, ist hier ein Schalter irgendwo? Das Patrick. Patrick kann doch bestimmt irgendwo gehen. Das hat doch irgendeinen leeren Sinn, das Ding da. Warte mal kurz. Das mache ich jetzt kurz noch schnell. Und dann versuchen wir hier Feierabend, weil ich muss jetzt einen kleinen Break machen gleich. Das hat doch irgendwas Sinnvolles. Klappe jetzt. Hey, meinem Rücken geht es viel besser. So, darfst du damit. Aber du kannst doch das Ding da werfen. Was ist der Sinn, warum. Du Arsch, Alter! Du Arschloch, Alter! Aber ich weiß, warum das Ding da ist, aber. Ding ist weg? Ja, es ist weg. Das Wasser sieht ziemlich kalt aus. So, jedenfalls hat das zumindest mal nähere Bedeutung, dass ich eine Socke wieder habe. Okay. Cool. Zumindest ist diese komische Dings weg. Aber was hat das für einen Sinn da hinten mit der die zwei Dinger da? Aber wie komme ich da ran vor allen Dingen? Niemals. Naja. Das hat doch seinen Sinn, ey. Ja. Wie komme ich an die scheiß Pfannwände? Also ich muss mir das echt mal. Ja. Aber wir waren es irgendwas zu sehr. Gut. Probieren wir es in der nächsten Folge nochmal und oder ab der nächsten Folge nochmal. Ich muss mich da hier nochmal reinlesen in die Nummer. Und dann schauen wir mal, was hier so noch passiert.